Hey meine lieben Ghostburger Freunde, ich sitze heute hier wieder mit dem Niklas. Servus. Und mit dem Jason hinter der Kamera. Hallöchen. Merkt wahrscheinlich auch an der Tonqualität, das ist um einiges besser wieder geworden. Und wir stellen heute dein neues Schätzchen vor, wa? Ja, die Stimulation Pro X2. Ich habe ja davor die Classic gehabt. Die, ja. Die ganz normal klassische. Die halt. Klassische, ja. Das Ganze rauchen wir im Cyborg. Put in Funnel. Funnel, mit ja. Mit der ganz normalen Kalot 1 Plus. Genau. Zu der Pfeife sagen wir mal irgendwas, wir hauen jetzt erstmal die Kohlen drauf. Eben, und rauchen schon mal ein bisschen an. In der Zeit können wir euch ein bisschen was über die Pfeife erklären, weil die hat nämlich ganz viele Features. Aber das seht ihr jetzt gleich. Genau. So, die Kohlen sind jetzt drauf. Wir rauchen den schönen Lieblingstabak von mir. African Queen von US Tobacco. Wenn man zu ihnen zu Besuch kommt, es wird nur African Queen geraucht. Der geilste Tabak einfach. Den Kopfbau, den blenden wir jetzt ein. Zu den Features von der Pfeife. Was ist eigentlich das Geilste an der Pro X2? Liegt der Preis nicht ziemlich weit oben? Also, ja. Ist wirklich von den Pfeifen her bei 379,90 Euro. Schon eine Pfeife, die sehr in die Geldtasche geht, also wo man tief mal reingreifen muss. Aber dafür liefert sie auch Qualität sowie Features. Und unter anderem ist jede Pfeife das eigene Unikat, weil es gibt nämlich eine Unikatsnummer, die steht. Seht ihr leider nicht hier hinten dran. 4251. Genau. Aber fangen wir doch einfach mal an mit den kleinen Features. Ich weiß nicht, ob du... Genau. Das Blow-Off-System. Also oben, ja, der Kohleteller ist mit Schlüsseladapter. Das ist jetzt kein besonderes also Feature. Ich kann ganz normal einfach einen, auch einen Molassefänger dazwischen klemmen. Genau. 18,8er Schliff. Eigentlich optimal. Ja, aber ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Blow-Off. Also das Blow-Off, vier Schläuche. Kann man eigentlich bei normalen Pfeifen nicht auspusten, müsste man eine Kugel raus oder sonstiges. Bei der funktioniert das. Die haben ein System entwickelt mit acht Kugeln sind es. Acht Kugeln insgesamt. Die Keramikkugeln für die Anschlüsse, die haben ein exaktes Gewicht und deswegen funktioniert das Blow-Off-System auch, wenn vier Leute rauchen. Ja? Du kannst den Durchzug verstellen. Ja? Also man kann, seht jetzt auch jetzt gerade mal ganz kurz eingeblendet. Wir können im Endeffekt anhand der Anschlüsse selber drehen und so könnt ihr dann euren Durchzug perfekt einstellen, so wie ihr es haben wollt. Ob ein bisschen strammerer Zug oder doch ein leichter Zug. Vom Versus davor schon das Blow-Off angesprochen. Ja. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, diese Pfeife komplett umzubauen. Hier ist jetzt im Endeffekt standardmäßig das Blow-Off unten und ihr könnt diese Platte, die was vorne dran ist, wegnehmen. Dann habt ihr so eine Art grobes Blow-Off. Aus wie viele Löcher? Vier Löcher. Vier Löcher. Genau. Oder ihr habt hier 12 Löcher, glaube ich, mit dieser Platte und dann ist es viel feiner. Sieht man aber jetzt dann gleich. So, ich drehe jetzt einmal kurz die Kohlen und dann nehmen wir mal das erste Zyklen. Da seht ihr schon. Da sieht man eigentlich schon das Blow-Off-System. Sieht also meiner Meinung nach mega geil aus. Vom Durchzug her, ich habe es jetzt auf die ganz offen gestellt. So der beste Durchzug, den man bekommen kann. Ich verstehe zum Teil das System, warum man seinen Blow-Off einstellen soll, aber zum anderen verstehe ich es auch wiederum nicht. Warum sollte ich mir selber den Blow-Off wegnehmen? Den Durchzug wegnehmen. Also verstehe ich auch nicht wirklich, aber vielleicht gibt es Leute, die was einfach stärker anziehen wollen. Keine Ahnung. Also was aber ich natürlich geil finde, ist, dass man, wenn man alleine raucht, eben die drei Anschlüsse komplett verdichten, also zuschließen kann. Genau. Und so hat man dann auch eine Einschlauchpfeife, die komplett dicht ist. Und der Durchzug ist mega geil. Zu den Kugeln, zu den Keramikkugeln nochmal zurück. Wenn man die Dichtungen oder die anderen drei Anschlüsse, hier müssen wir rauchen, die anderen drei zumacht, dann ist eigentlich der Durchzug perfekt. Und wenn man zu arg reinpustet und die Öffnung oder die öffnet man ein bisschen ärger, das erreicht man, wenn man alleine raucht, jetzt nicht wirklich, aber zu arg reinpustet, dann öffnen sich die Ventile und es kommt auch Blow-Off durch die weiteren drei Anschlüsse. Das verursacht oder verhindert dass der Kopf oben, dass ihr euch den flutet mit Wasser, was wirklich ziemlich angenehm ist. Richtig. Also so kann es halt auch, wenn man aus Versehen mal zu zweit oder zu dritt reinpustet in die Pfeife,
dann drückt man nicht das Wasser komplett hoch bis zum Kopf und kann sich dann einen Kopf bauen, sondern dann öffnen sich eben die Extraventile noch direkt und dann habt ihr die Möglichkeit, halt komplett aus allen Löchern das Blow-Off zu verwenden. Aber man muss dazu sagen, dann ist das Blow-Off-System nicht so schön. Nein. Nee. Vom Durchzug her, wie findest du die? Das ist geil. Also sehr, sehr leichter Durchzug. Ja. Der Blow-Off finde ich auch ziemlich geil, weil du musst nicht wirklich viel reinpusten, schon hast du den Blow-Off. Das bei manchen musst du halt wirklich mal ein bisschen mehr, also ein bisschen stärker reinpusten, dass du halt den alten Rauch rausbekommst. Da fehlt auch dann wirklich nur noch einmal kurz reinpusten und schon ist das ganze Ding leer. Natürlich, um 100% alles rauszubekommen, kannst du schon echt lange. Da muss schon länger. Aber man muss dazu sagen, die Bowl ist extrem groß. Also, ja, richtig. Schön ist auch beim Tauchrohr. Ja. Das ist im Endeffekt auch frei einstellbar. Also, wenn ihr sagt, ihr wollt weniger Wasser und dafür mehr Raum für Rauch, könnt ihr das ganze Tauchrohr einfach verlängern. Das seht ihr jetzt auch gleich. Und somit dann die Tiefe des Tauchrohrs einstellen. Richtig. Natürlich könnt ihr auch andersrum machen. Ich will mehr Wasser haben, dafür eine kleinere Luft für den Rauch haben, also weniger Platz, dann könnt ihr es auch komplett einklappen. Also so ist es, finde ich, cool gemacht. So kann man wirklich die Pfeife für seine Verhältnisse ganz genau einstellen und seine Vorlieben für einen Pfeifen auch richtig ausleben. Das ist halt geil, weil es halt individuell immer einstellbar ist. Auch sogar für, wenn du fünften, kann auch. Ja, es kann ja auch sein, dass fünfte Person noch da ist. Ja. Aber im Endeffekt, mindestens vier Leute können ihren Durchzug so individualisieren anhand den Teilen, dass es halt für jeden angenehm ist. Richtig. Wir haben die gestern jetzt schon geraucht, weil ich kann halt auch warten so. Da haben wir zu zweit, wir haben die anderen zwei Anschlüsse einfach zugedreht. Der Durchzug war trotzdem immer noch. Und genau, das Blow-Off hat genauso gut funktioniert. Also wir haben es wirklich auf Stresstest auch mal probiert. Sprich, einer raucht, einer pustet aus, zwei pusten aus. Es funktioniert alles sehr, sehr gut. Man muss aber dazu sagen, wenn jetzt einer reinpustet, einer anzieht, ist eigentlich logisch, dass das Blow-Off-System wirklich funktioniert. Aber man merkt trotzdem, irgendwo funktioniert es trotzdem. Weil die anderen drei, die eine Kugel zieht es ja auch nach oben und die andere, das ist eigentlich komplett. Da muss man studiert haben. Das stimmt. Das ist. Was man aber dazu sagen muss, leider, die Pfeife könnte einen viel geileren Durchzug haben, wenn die Base noch etwas größer wäre. Aber natürlich, dadurch, dass sie trotz allem noch elegant aussehen soll und nicht so ein Klotz, musste man halt auf sehr, sehr kleine Fläche das komplette System dahinter auch verstauen. Denn wir haben auch einen 360-Grad-Sleeve. Also sprich, wir können einfach drehen, weil nämlich die ganz normale Stimulation-Technik, wie die Bowl an die Base angeschlossen ist, ist im Endeffekt der Click-and-Drop. Also sprich, man zieht das Teil hier nach unten und kann dann dementsprechend auch die komplette Base rausziehen. Deswegen hat man auch diese 360-Grad-Windung. Was an sich ziemlich angenehm ist, wenn jetzt man auch mal zu zweit raucht und hat nur einen Schlauch. Oder besser gesagt, man raucht alleine und der andere hockt jetzt da drüben, reicht man einfach rüber. Zieht man einfach nur an und es dreht sich. Richtig, das ist auch sehr, sehr fein. Also man sieht, man braucht nicht wirklich viel Kraft, damit dieses 360 Grad auch sich mitdreht. Du musst keine Angst haben, dass die Bowl sich verrutscht, unten verkratzt oder sonstiges. Die bleibt halt einfach stehen. Vor allem noch ein bisschen idiotensicher. Irgendwie schon, ja. Natürlich ist auch die Verarbeitung sehr, sehr hochwertig von der Pfeife. Also alles, was genau kommt ja aus mehr oder weniger Richtung Würzburg, steht ja die Manufaktur. Bis auf das Glas, das wird nicht in Deutschland hergestellt, so viel ich jetzt weiß, aber man kann ja nicht, also sonst komplett alles ist von Made in Germany, zusammengebaut wird es hier in Deutschland und vor allem die CNC-Maschinen sowie das komplette Edelstahl wird auch hier in Deutschland verarbeitet und zusammengefügt. Was wir jetzt auch noch angesprochen haben, die Bowl, das ist jetzt halt grün. Ich weiß nicht, wie sie Petrol es Green müsste es sein, also Petrol Grün. Es gibt dann noch Graphit. Das ist so eine Art dunkelgrau anthrazitmäßig. Mit dann Schwarz, dann Frozen, also Weiß. Milchig Weiß. Clear natürlich, da gibt es ja dann den goldenen Ring, glaube ich. Genau, darum. Der goldene Ring. Ring. Der Ring ist on fire. Und dann gibt es noch die Crystal Bowl. Die Crystal Bowl ist aber teurer. Nee, die kostet 399 Euro. Die liegt jetzt, das haben wir ja schon angesprochen, 399
79. Ich bin der Meinung, es ist gerechtfertigt, der Preis. Finde ich einfach. Es ist halt alles sehr fein. Also wenn man so überlegt, was da, also wird der V4A Edelstahl verwendet. Es ist alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Jedes kleinste Gewinde ist so fein geschnitten, dass auch alles... Wie ich sehe, wir haben es im Laden gleich zusammengebaut. Ich habe das rein, das Rauchsäule. Ja moin. Habe ich reingeschaut. Ich habe noch nie bei einer Falbe so ein geiles Gewinde gehabt. Das ist ein Feingewinde. Das ist einfach geil. Man merkt halt, dass es wirklich da ziemlich krasse Arbeit dahinter steckt, sodass halt alles genauso passt, wie es passen soll. Richtig. Auch dieses System hält verdammt dicht. Also da muss man auch nicht mehr, glaube ich, Angst haben. Also ich hätte da nicht mehr Angst, wie beim normalen Gewinde, dass man die Bowl einfach, wenn ich sie auch mal, was man normalerweise nicht tun sollte, an der Rauchsäule anpackt, ja, hätte ich da eher gar keine Angst, dass mir die Bowl abhaut, ja, als wenn ich ein Gewinde hätte. Beim Gewinde ist es immer der Fall, okay, habe ich richtig zugeschraubt, kracht mir das Gewinde weg, so habe ich hier ziemlich viele Faktoren, die was es eben im Endeffekt gefährlich machen, das an der Rauchsäule zu packen. Bei der, wenn das, klar, wenn das jetzt offen war, und du jetzt vergessen hast, aber du ziehst ja dann einfach nur die Rauchsäule dann weg. Richtig, das können wir machen. Wenn die das haut ja eigentlich einfach nur genau so, aber das ist ja, ich will es bloß nicht loslassen, da muss man dumm sein. Also, man sieht es, dass man sieht's. Und es klickt halt sofort ein. Wir können jetzt auch nochmal einen Vergleich machen mit zwei Schläuchen. Ja? Dann schließen wir einfach mal nochmal einen Schlauch an. Sieht du mal einfach mal direkt daneben. Ja, ich öffne hier einfach mal mein Ventil. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Im Endeffekt, wie weit das Ventil offen ist, ihr habt da nicht so wie bei der normalen Pro X oder 1 im Endeffekt, habt ihr nicht mehrere schwarze Striche, sondern ein reingefrästes, oben einen langen Strich und unten einen kurzen Strich. Und so seht ihr halt, wie dieses Ventil dann eingestellt ist. Und der Unterschied noch zur 1er ist, am Anschluss ist es reingerindelt, finde ich optisch auch einfach geil. Ja. Und ja, so sieht es halt clearer aus. Ja. Ich mag, wenn wirklich Edelstahl und man im Endeffekt eine cleare Bowl, also die Bowl halt eher der Eyecatcher sein soll, finde ich oben weg, dass es clear sein soll. Aber zum Thema clear sein, man kann ja das ganze Ding noch umbauen. Richtig, man kann es umbauen. Es gibt Zubehör dazu mittlerweile. Also bei der Pro X 1 gab es kein Zubehör, so viel ich weiß, glaube ich. Die haben sich jetzt was dabei gedacht. Und zwar fangen wir mal jetzt bei den unspektakulären an. Es gibt einen Adapter, den steckt man auf die Base drauf und man kann es auf Steckbowls dann draufstecken. Was aber auch wiederum geil ist, weil man dann nicht immer angewiesen ist auf die normale Stimulation, auf die originale Bowl, sondern wenn man sagt, ich habe jetzt Bock auf eben Steckbowls oder ich habe eine Bowl, die was mega geil dazu aussieht, ja, kann ich da auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Du kannst halt wirklich deine Pfeife selber zusammenstellen. Ja, richtig. Du kannst sie überall mit draufstecken. Weil es gibt auch Sleeves. Also zurzeit gibt es bloß ein Sleeve, das ist der Carbon Sleeve. Der kostet. Was kostet der jetzt? Um die 25 Euro? 25, 30 Euro, sowas. Dann, aber wenn man das Sleeve kauft, braucht man natürlich noch zwei Adapter, sag ich jetzt mal. Dass du überhaupt das Sleeve festmachen kannst, ja, weil sonst hast du kein Blow-Off-System. Oder kein Geschirr. Man steckt das nämlich über die Rauchsäule einfach drüber. Sprich, man hat dann einen Zwischenraum zwischen Rauchsäule und dem Sleeve. Richtig. Da kommt dann der Rauch durch. Genau, weil oben an der Rauchsäule, ich weiß nicht, ob man es in der Cam sieht, ist es leicht kegelförmig. Ne? Da steckt man es drauf. Leider habe ich das noch nicht. Ich will aber das Sleeve noch, weil ich feiere das Blow-Off-System einfach brutal. Weil man kann das Sleeve, das Blow-Off, nach unten wegmachen, zur Seite wegmachen, gegen Kohleteller machen. Das ist also es gibt dann auch nochmal so eine kleinere Platte, die was man sich holen kann. Kann man dann noch mit unten dran machen. Sprich, man drückt das dann gegen eine kleinere Platte und dann geht es dann links und nach rechts raus. Genau. Es ist aber noch nicht die finale Version davon. Ja. Da folgt tatsächlich noch ein richtiges, damit es noch feiner und noch geiler aussehen wird. Wie wir schon gesagt haben, man kann es nach unten wegmachen,
Man kann es nach oben gegen Kohleteller drücken lassen. Auf die Seite weg, also eben so auf die Seite weg, ohne Teller. So viele verschiedene Varianten, wie man im Endeffekt sich das Blau auch einstellen kann. Und da ich arbeite in einem Shop und mich fragen ziemlich viele Menschen, hey, meine Pfeife hat so und so ein Blau auf, kann ich das umbauen? In den meisten Fällen ist es ja nicht wirklich möglich. Da hat Simulations sich tatsächlich was Cooles einfallen lassen, dass man halt alles umbauen kann, so wie man es halt mag. Richtig. Aber jetzt halt kommt man eigentlich zum spektakulärsten Ding, und zwar das ist der Diffuser. Der kostet 50 Euro, aber da sage ich auch, ist gerechtfertigt. Er hat im Endeffekt ein Head-Cooling-System mit drin. Das sind nochmal 4 verschiedene Kugeln, die was dann unten im Diffuser mit drin liegen. Und am besten, also es sind Stahlkugeln und Kunststoffkugeln. Genau. Das sind 2 verschiedene Kugeln. Am besten tut man 2 Kunststoff, 2 Stahl rein. So wie wir es mitbekommen haben. So, natürlich werden wir selber testen. Uns hat es am besten gefällt. Ich werde jetzt auch erstmal auf 2-2 gehen, einfach mal zu testen. Okay, ausgleichtechnisch, wie funktioniert es am besten? Aber man spielt da eh wieder richtig. Und zwar, der Diffuser ist so, wenn man das blaue System dann nutzt, durch den Diffuser geht dann noch Rauch oder halt Luft, sage ich jetzt mal, in den Kopf und kühlt den Kopf. Das ist ein mega geiles System. Also zum Tabak nochmal zurück. Also wir haben jetzt ziemlich viel über die Pfeife geredet. Natürlich können wir jetzt auch nochmal ein bisschen was zum Tabak sagen. Weil vielleicht, also die meisten sollten ja die African Queen kennen. Das mittlerweile ist ein Begriff. Aber man weiß ja nicht genau, was das für ein Geschmack ist. Es werden ja nur 16 Früchte angegeben. Es werden 16 Früchte angegeben. Ich bin euch ehrlich, ich schmecke da eine Fruchtexplosion. Einfach, man schmeckt einfach. Das ist im Endeffekt, das ist so eine Fruchtkauderwelsch. Ja. So ein bisschen. Ja. Einfach ein bisschen aus allem. Also ich kann mir vorstellen, dass die einfach alle Aromen zusammengepanscht haben und mal geguckt haben, was dabei rauskommt. Und irgendwie das dabei rauskam. Ja. Ihr wisst ja, ich bin ja eher der was Virginia mit Darkland meistens raucht. Aber da African Queen kann ich auch ziemlich oft rauchen. Ne? Ich bin mittlerweile, ich habe locker von African Queen jetzt locker 5 Kilo schon geraucht. Er wird mir nicht langweilig, weil immer wieder kommt in den Kopf, irgendwie schmeckt der jetzt wieder anders so. Irgendwie schmecke ich da jetzt halt, keine Ahnung, was für Frucht drauf so, ne? Zum Kopf hin, Taibok, ist vielleicht jetzt nicht für jeden ein Begriff, aber ich sage jetzt mal so, mega geile Pfeife. Ja, also hochqualitativ, alles per Hand, also das Handfertigung und die Lasierung, muss ich sagen, ist um einiges geiler als manche andere Köpfe. Richtig. Ich habe jetzt auch meine Protein schon echt oft geraucht und bisher hatte ich keine Blutungen oder sonst irgendwie was. Also wenn ihr wisst, was ich bei anderen Köpfen nach einer Woche schon merkt, die was sehr im Hype gewesen waren oder sind, vielleicht wisst ihr jetzt auch, welchen Kopf ich meine. Fängt mit O an. Aber ja. Allgemein, die meisten Köpfe haben die Problematik, dass sie wirklich anfangen zu bluten. Hat einfach den Hintergrund, dass die Glasierung aufplatzt, weil sie einfach zu dünn beschichtet sind. Hier hat man wirklich eine sehr, sehr dicke Glasur und die hält auch diese Hitze richtig gut stand. Brutal, ja. Man hat im Endeffekt ein bisschen L-Sein, also ein bisschen mehr, zwischen 28 Gramm würde ich jetzt mal sagen, was da reinpasst in den Kopf. Also sprich, wenn man, vor allem wenn man mit mehreren Leuten raucht, ist es perfekt. Perfekt, ja. Oder halt wenn man sagt, ich mache mir jetzt eine Pfeife an und ich will eine lange Session in irgendeiner Weise haben, also ich will länger in meinen Kopf rauchen, dann ist es natürlich das auch nicht dabei. Ich rauche den Kopf, also ich bin eh nicht einer, der was 3 Stunden im Kopf raucht. Bei mir ist meistens so, halbe Stunde, ich habe keinen Bock mehr auf den Tabak, ich hau mir einen neuen rein, dass er frisch schmeckt. Aber das Längste, was ich jetzt mit dem Kopf geraucht habe, waren jetzt 1,5 bis 2 Stunden. Aber da ist halt wieder das Ding, weil ich einfach einen frischen Tabak haben wollte. Aber man hat einfach immer noch den Geschmack nach 1,5 bis 2 Stunden. Genau, liebe, bevor ich mir irgendwie 2 Kohlen anmache oder dann langsam merke, okay, der Tabak verbrennt schon langsam, dann mache ich mir auch lieber einen neuen Kopf. Rauch den nicht mehr komplett aus. Ist eigentlich in irgendeiner Weise dumm. Ja, Tabakverschwendung, aber auch deswegen. Aber es ist einfach die Liebe zum frischen Tabak einfach. Also ich will ja, wie gesagt, den Tabak schmecken, so wie er wirklich hergestellt wird. Und wenn dann irgendwann mal ein bisschen verbrennt, dann ist halt auch doof. Ja, gut. Jetzt haben wir eigentlich alles zur Pfeife gesagt. Bis auf den Insgesamtpreis, weil man sich den kompletten Zubehörsatz. Also wir rechnen jetzt einfach mal mit der Crystal Ball. Sind 399 Euro, sag mal 400 Euro.
das komplette Zubehör, wenn sich jemand sagt, hey, ich möchte aber auch die Steckpole-Adapter, allem drum und dran, das liegen wir bei 150 Euro. Also knapp wirklich 600 Euro, wenn man es jetzt mal einfach kommt. Ja, 550 Euro. Ja. 550 Euro. Für eine Pfeife, ist es gerechtfertigt oder nicht? Also ich finde, für die ganzen Spielereien, es ist eigentlich Spielerei, aber für die Möglichkeiten, was ich habe, damit ich meine Pfeife nicht immer standardmäßig sehe, weil irgendwann kenne ich bei mir selber, ich habe irgendwann keinen Bock mehr auf eine Pfeife, weil die mir irgendwann, das ist so selbstverständlich, wie sie aussieht. Das war bei mir mit der Stimulation Classic. Mhm. Und dann ist die Pro X2 rausgekommen. Ich habe gesagt, ich muss die haben. Ich muss die haben, weil die einfach geil ist. Du kannst die variieren mit den Sleeves. Ich hoffe, es kommen mehrere Sleeves. Das, was ich auch vermute. Ja, ich weiß auch, dass die neue verschiedene Sleeves rausbringen. Dass sie vielleicht noch irgendwie einen anderen Blow-Off nochmal mit rausbringen. Vielleicht oben am Kohleteller. Den muss man mal sehen. Ja. Also da müsste man halt gucken. Da gibt es einen neuen Kohleteller, der was dann mehrere Löcher drin hat. So dass man sich dann nochmal oben Adapter dazu holt mit Kohleteller oder ein komplett anderer Kohleteller, das man auch noch bekommt. Also es gibt hierbei wirklich viele Möglichkeiten, wie Stimulation ihre Pfeife noch weiter durch ihre jetzt bereits Möglichkeiten noch upgraden können. Ich kann mir gut vorstellen oder würde es nicht mal abneigen oder verstreiten, dass irgendwann die Pfeife mit einem Zubehör 50.000 Euro kosten könnte, wenn sie wirklich effektiv vieles rausbringen. Vieles, ja. Da rechne ich jetzt aber 20 Sleeves mit ein, in verschiedenen Farben und so weiter und so fort. Also würde ich mich nicht wundern. Ganz ehrlich. Ich werde auf jeden Fall, da können wir dann gern auch nochmal ein Video drüber machen, wenn ich den Diffuser habe, das Sleeve, vielleicht mal schauen, den Steckpole-Adapter. Wenn dann hole ich ihn. Egal, ich will das Ding haben. Das, eigentlich muss ich es mir holen. Ich bin ein Stimulation-Fan, es ist einfach so. Ja, aber soweit sind wir jetzt eigentlich komplett durch. Ne? Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick von der Pfeife. Wir rauchen jetzt noch unseren Kopf ein bisschen weiter, weil der Tabak ist noch frisch. Er ist noch frisch, als nach 20 Minuten oder keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier schon hocken. Ist er auf jeden Fall noch frisch, das ist keine Frage. Aber dann rauchen wir jetzt noch weiter. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare unten schreiben, wie ihr unsere Review fandet. Und unter anderem auch per Insta gucken, denn ihr seid jetzt die Ersten, die das mitbekommen. Ab morgen startet unser Giveaway von einer Pfeife mit ein bisschen Zubehör dazu. Sprich, guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da wird ein Beitrag morgen kommen, so gegen 20 Uhr, denke ich mal. Ja. Seid auf jeden Fall auf dem Laufenden und wir sehen uns auch, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Und jetzt rauchen wir unsere Pfeife noch weiter. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.